und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Heute an meiner Seite Udo und Udo hat mich gezwungen. Peter, was macht der Elisio? Wie weit bist du denn damit? Noch nicht ganz so weit, aber Udo hat mich gezwungen, dass wir heute diesen Roller auf Vordermann bringen, genau. Würde ich mal sagen. Ja. Nicht Vordermann, ja, Manpower ist auch dabei. Manpower, ne? Ja, aber auf Vordermann bringen. Das heißt, wir gehen heute hinten an die Bremse weiter dran, ein bisschen putzen und wenigstens schon mal die Bremse so weit zusammenzubauen, dass wir für euch ein Video rausbekommen. Ja. Ne? Würde ich auch sagen. Udo würde ganz gerne filmen und Peter ist jetzt die Putzfee. Ja, muss ich ja, ne? Muss ja, ja. Hier bleibt mir nichts anderes übrig. Also von daher, habt Spaß an diesem Video, bleibt dabei, schaut euch das an. Wir gehen an den Elisio 125 dran, Hinterbremse. Also, ja, schon mal im Voraus, ne? Daumen hoch, oder? Na, aber ja, gehen, ne? Daumen hoch, nicht vergessen! Ja. Wir legen jetzt los. Machen wir. Ja, Udo, du bist gerade dabei. Ja. Ich hatte ja letztens hier aufgehört und ich muss ja nun noch hier eine Grundreinigung reinbringen. Ne? Kannst du mal hier drauf leuchten? Na, leuchten? Okay, nicht leuchten, aber filmen. Wir machen jetzt hier den Motor so ein bisschen sauber, das Innere zumindest. Nehmen dieses Teil hier noch raus, weil das möchte ich gerne nochmal fetten. Und dann ja. Setze ich es natürlich ein. Ich werde mir das von außen dann kennzeichnen. Dann kann ich das auch gleich wieder so einsetzen und habe das schon mal ganz gut drinne, denke ich mal wieder, ne? Ja. Wenn das gefettet ist. Ja. Jetzt heißt es, ja, naja gut, vielleicht gehen wir auch mit den Reinigen bis hierhin, aber den Rest sparen wir uns dann, weil es geht hauptsächlich heute um die Bremse. Ja. Und was brauchen wir dafür? Sicher, wir brauchen Sprit dafür. Das sollte erstmal reichen. Und wie ihr mitbekommen habt, habe ich gestern den Sprit ja extra dafür geholt, weil den Rest habe ich ja für meinen Roller gebraucht. Sonst wäre ich irgendwann liegen geblieben. Genau. Gut, das heißt, Schale nehmen und den ganzen feinen Staub hier erstmal rausholen. Das spritzt natürlich immer ungemein, ja. Aber tja, das sind die Arbeiten, die ich so übernehme und die ich ja dann auch gern übernehme, so dass ich dann auch weiß, hier ist alles in Ordnung drin, es ist vor allem sauber und für die nächste Zeit ist hier auf jeden Fall Ruhe. Ne? Ja. Also so schnell wird dann hier nichts mehr dran kommen. Hast du noch eine Frage, Udo, dazu? Mit den Absteller und zum Bremsen einstellen, muss der gekennzeichnet werden oder nicht? Nein, den brauchst du nicht kennzeichnen. Ich mache das einfach nur für mich. Dann so. Kann ich das gezielter wieder zusammenbauen. Ja. Ja? Deshalb kennzeichne ich das diesmal. Sonst kennzeichne ich das auch nicht, weil bei mir liegt das schon im Blut sozusagen. Mhm. Aber heute werde ich natürlich doch mal das kennzeichnen. Falls jemand das Video mal übernimmt oder übernehmen würde, dann weiß er das Leichteste dran zu machen, ne? Also wie es am einfachsten geht. Hier putze ich jetzt den Motorblock doch noch mal ein bisschen über, weil das gefällt mir gerade gar nicht. Der Roller hat so viel Öl hier verloren, ja, dadurch, dass der Füllstutzen als Tank genutzt wurde. Und das ist eben immer das Problem, wenn man einen Roller übernimmt und aber nicht mal ins Handbuch reinguckt. Ne? So, wenn ein Handbuch natürlich vorhanden ist. Ja, ja. Ist kein Handbuch vorhanden, sollte man aber immer noch mal vielleicht ein YouTube-Video gucken, wo man dann sagen könnte, ah, okay, das ist kein Öltank, das ist nur der Ölfüllstutzen. Ja. Ne? Also das habe ich auch nicht gewusst. Ja, zum Auffüllen. Ne? Ja. Das wissen die wenigsten, weil sich da keiner sonst groß mit beschäftigt. Mhm. Ne? Aber du siehst, guck mal an, was hier auch reichlich schon an Dreck und an Pek runterkommt. Das ist schon eine, das ist alles altes Öl. Das ist alles Öl, weil immer schön aufgefüllt wurde, wie bei einem Zweitakter, könnte man sagen. Ja, genau. Obwohl das hier ja gar nicht so ist.
Ja. Gut, das haben wir. Nächster Schritt folgt. Was ich euch mal zeigen möchte, wenn diese oder jetzt speziell dieser Roller zu viel Öl in Motor drin hat, also in Motorblock, dann, das habe ich Udo eben auch schon gezeigt, und zwar zeig mal, Udo, wo das dann letztendlich sogar hängen bleibt. Sieht man hier unten das Glänzen? Sieht man jetzt, das? Ja, jetzt. Ja. Und letztendlich landet euer Öl oder das Öl dann sogar hinten bis zum Schutzblech. Ja. Ne? Was wir jetzt machen, wir gehen jetzt nochmal hier unten an die Bremse dran. Es sieht recht sauber aus. Wir machen das nur ganz leicht sauber. Und dann kommt das natürlich raus. Hier sieht man sogar eine gekennzeichnete Schraube. Die wurde damals mal gekennzeichnet, also dass sie auch verschraubt wurde anscheinend. Und wir machen jetzt hier unser Strich dann nachher noch dran, aber erst wird es jetzt gereinigt. Fangen wir mal an. Oh, und es spritzt, es spritzt, es spritzt. Ja, das bleibt, wie gesagt, das nicht, bleibt aus. Nicht aus. Ne? Ja, das ist eben eine Drecksarbeit. Ja. Aber muss gemacht werden. Ja, sollte gemacht werden. Wenn ich einen Roller nachgucke, dann möchte ich das auch ordentlich nachgucken und nicht einfach nur 0815. Dann möchte ich auch mit einem guten Gewissen den Menschen wieder losfahren lassen können, der mir den Roller übergeben hat. Ne? Noch habe ich hier nichts gekennzeichnet, aber ich löse jetzt hier den Bautenzug. Das heißt, ich nehme die Mutter hier runter. Ne? Diese Mutter nehme ich ganz runter, aha, weil wir da noch dran arbeiten werden. Und zuletzt mache ich mir den Strich, wo das Ganze sitzen muss. Nun ist es entspannt, ja, und nun kann ich mir einen Strich hier dran machen. Ich kann mich auch hier an diese Kerbe, das sieht man jetzt nicht, kann ich mich auch orientieren. Ja. Aber ich möchte ja den Stand von vorher haben, weil hier wird sich ja nicht viel dran verändern. Wir setzen ja keine neuen Bremsbeläge ein. Mhm. Wir arbeiten immer noch mit den alten, und deshalb, vorher war die Bremse ganz gut, und von daher setzen wir das Ganze jetzt so zusammen. Mhm. Gut. Bremsenreiniger. Wir reinigen jetzt nochmal nach. Du kannst ja hier mal hier rüber schwenken. Ja. Und wir reinigen jetzt hier nochmal ein bisschen nach, dass wir die ganzen Reste hier noch runterbekommen, und gehen jetzt nochmal auf die andere Seite. Und sprühen. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal um einiges besser aus. Da kommt schon ein bisschen was noch runter, ne? Da kommt noch man einiges. Ja, was dann auch so ja aus den Ecken und aus den Lücken rauskommt. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, das denkt man ja mal gar nicht. Ja, ne? Das ist Wahnsinn. Gut, das sollte schon mal reichen. Ja, film doch einfach mal hier aufs Blech unten. Guck mal. Sieht das nicht köstlich aus? Schwarzer Kaffee. Lecker, ne? Okay, hier unten haben wir im Grunde schon eine Kennzeichnung, aber ich mache ganz gerne meine eigene Kennzeichnung. Das heißt, ich ziehe jetzt einfach hier einen Strich rüber und ziehe hier den Strich rüber. So laufe ich nicht Gefahr und weiß, ah, okay, hier ist der letzte Stand gewesen, ja, und hier kann ich das Ganze dann auch wieder komplett zusammenbauen. Und ja, das ist das Einfachste. Das heißt, wir lösen. Hinten ist noch eine Feder, die zeige ich euch gleich. Das war's schon. Schraube raus. Mhm. Hier hinten sitzt noch eine Feder. Mhm. Genau. Ne? Ja. Niemals vergessen. Und hier ist unsere Anzeige. Das ist im Grunde unsere Verschleißanzeige. Ja. Was wir noch an Belag haben. Ja. Ne? Ja. Und, aber das brauchen wir jetzt nicht. Jetzt heißt es nur, wir müssen das Ganze hier rausbekommen. Jetzt. Und immer vorsichtig, weil es ist nicht nur das Teil. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Das
da liegt nämlich noch was vor. Ne? Ja. Und das muss dann natürlich wieder ordentlich mit reingebracht werden. Ja. Oder reingesetzt werden. Hier auf der anderen Seite ist so ein bisschen Schaumgummi. Das schützt das Ganze, dass hier nicht so Schmutz reinkommt. Ah. Ne? Ja, ah. Da gibt es immer was zu äugeln. Oder zu beäugeln. Ich habe nur Scheibenbremsen. Ja, und das war's schon. Das werde ich jetzt nochmal nachreinigen hier, dieses Löchlein, ja. Was ja hier dann rauskommt. Mhm. Und das heißt, sprich, da wo der Bolzen drin sitzt, das fetten wir nochmal ab, wird aber vorher nochmal gereinigt. Ja. Und wir putzen natürlich weiter. Ne? Also wir müssen ja, wenn wir das schon alles auseinander haben und dann vielleicht, muss alles gemacht werden. Ja, dann sollte man alles machen, das ist richtig. Nur, ich sollte meine Markierung natürlich hier lassen, wo sie ist. Ja. Ist ja auch nicht ganz so schlimm. Die ist irgendwann so oder so wieder weg. Ja. Ja. Gut, hier, das sieht schon mal ganz gut aus. Da brauchen wir auch nichts groß absprühen. Wir holen jetzt nur noch den Restschmutz runter hier. Und Hier kommt ja doch noch ganz schön was runter. Ja. So aus der Verzahnung sowieso. Ja. Und jetzt mache ich das Innenteil noch sauber, wo dieses Teil dann reingehört. Und dann haben wir das schon so gut wie fertig. Hier ist meine Scheibe. Ja. Die muss ich natürlich auch noch sauber machen. Und dann sollte es schon so gut wie fertig sein. Oh ja. Hier habe ich noch mein Teil, was hier reinkommt. Ne? Ja. Das hält den Schmutz so ein bisschen ab. Das tupfe ich nur ab und spüle es jetzt nicht aus. Das tupfe ich nur ab, weil das gehört dann hier rein und dichtet das eben so weit ab, dass hier kein Schmutz weiter mehr reinkommt. Mhm. Ja. Gut. Wunderbar. Filz. Im Grunde ist das hier Filz, ne? Könnte man glatt sagen. Ach, ist Filz. Ja, das ist ja. Mir ist jetzt der Name gerade auch eingefallen dazu. Und das ist so ein bisschen Filz. Und das kommt dann so drauf. Ja. Dass, wie gesagt, hier kein Schmutz eindringen kann. Mmh, ne? Genau. Gut, haben wir das auch schon mal. Haben wir. Hier sind unsere gereinigten Teile. Ne? Auch das Filz habe ich, wie gesagt, nur abgetupft. Ja. Bloß nicht irgendwie dran reiben, weil das geht doch zu schnell kaputt. Mmh. Hier habe ich jetzt Hochleistungsfett. Und was mache ich? Ich gebe jetzt hier Fett drauf. Ne? Nicht zu viel, nicht übertreiben. Ja. Weil das verteilt sich da drinnen ganz alleine. Und nun setze ich das Teil hier ein. Ne? Mhm. Das kam mir jetzt nur so rein. Zack. Mhm. Den Überfluss, den mache ich dann mit den Lappen noch weg. Ne? Ja. Weil es bleibt ja nun nicht aus, dass hier ein Überfluss ist. Mhm. Und das werde ich dann mit den Lappen, wenn es letztendlich fest ist, runternehmen. Was wir jetzt machen, wir setzen jetzt dieses Teil an. Das Filz kommt hier rein. Und ja, wir verbauen diese ganzen Teile bis hierhin jetzt erstmal. Okay, wir kommen zu unserem Filzplättchen. Ne? Ja. Ich ziehe jetzt hier den Stift nochmal raus und setze mein Filzstiftchen an. Okay, das war jetzt noch nichts. Dann setzen wir erstmal das Filzstiftchen an. Das Filzstiftchen, okay. Den Filz, ne? Oder das Filz. Und setzen jetzt natürlich auch die Scheibe drüber. Nun kann hier nichts mehr rein. Also es kann kein Schmutz rein. Ja. Okay, jetzt heißt es natürlich auch ausrichten. Ich habe hier, sieht man den Strich noch hier? Ja, sieht man noch. Gut, und jetzt muss ich das Ganze natürlich in Einklang bringen. Ne? Das heißt, ich ziehe das hier nochmal raus und jetzt sollte das Ganze wieder hier nochmal reingehen. Aber es tut sich gerade ein bisschen schwerer. Nochmal gucken. Okay, was ich jetzt machen werde, ich werde das hier ein bisschen aufweiten. Das möchte nicht drauf. Deshalb weiten wir es jetzt. Alles erledigt. Jetzt funktioniert das Ganze. Und
ansetzen. Ja, es dauert immer einen kleinen Moment, bis es dann letztendlich hier drauf sitzt. Aber das kriegen wir auch noch. Gut, das sieht schon mal gut aus. Letztendlich sitzt hier alles so, wie es sitzen soll. Und wir müssen allerdings die Verschraubung erstmal wieder anbringen. Na, und festziehen. Dazu nehme ich mir natürlich auch die Ratsche. Und gleich richtig festziehen. Das sieht gut aus. Unsere Position, sieht man das? Ja. Haben wir gehalten. Ja, sieht man. Wenn ich jetzt den Belag aufsetze, setze jetzt mal den Belag auf. Ja, das ist unsere Position. Ja, passt. Und das würde jetzt bedeuten, Bremsen aufsetzen. Richtig. Wir setzen jetzt diese Teile an. Hier sitzen die Federn gegen. Das heißt, einmal hier rein. Ja. Und einmal hier rein, ja. Weil da stützen sich die Federn drauf ab, ne? Oder dran ab, je nachdem, wie man das auslegen möchte. Also auf Deutsch gesagt, ein Anschlag. Ein Anschlag für die Federn, genau. Ja. Ja. Nun nehme ich meine Federn hier rein, brauche allerdings den zweiten Belag und hänge hier eine Feder ein. Und die andere Feder kommt natürlich auch selbstverständlich hier rein. Das Ganze ist natürlich hier gut auf Spannung. Ne? Das ist, muss so sein, weil sonst hätten wir wahrscheinlich das Problem und die Dinger würden abfallen. Ne? Also die Federn brauchen schon einen gewissen Druck. Ja. Bevor ich das Ganze jetzt so aufsetze, arbeite ich jetzt mit Kupferpaste. Das heißt, hier kommt Kupferpaste drauf, auch um den Bogen. Mhm. Der Hebel ist ja noch lose, deshalb kann ich hier noch richtig gut mit Kupferpaste arbeiten. Nicht zu viel, nicht übertreiben. Mhm. Kupferpaste kommt ebenfalls hier oben einmal rum. Das soll normalerweise das Quietschen ein bisschen verhindern und ist eben auch eine gewisse Fettung, ne? Also dass das ja immer schön geschmeidig bleibt. Was ich jetzt mache, ich richte mir hier unten das ein bisschen aus, wenn es geht, nehme meine Bremsbeläge und schiebe sie hier rüber, setze den ersten schon mal an. Wenn ich denn was sehe, setze den unten an. Mhm. So, einmal. Fast zweimal. Okay, wenn es mitspielt natürlich. Ne? Ja. Das ist immer das Thema. Mitspielen. Nochmal das Gleiche. So, der erste sollte jetzt eigentlich sitzen. Ich sehe gerade gar nichts. Eine Feder war draußen, deshalb nochmal neu angesetzt. Jetzt setze ich es einfach von oben schon mal an und muss jetzt natürlich ein bisschen hier hebeln, dass ich dieses Teil erstmal unten drauf bekomme. Einmal. Jetzt folgt Nummer zwei. Hebeln und zugleich normalerweise gerade drücken. So, nochmal das Gleiche. Und jetzt nochmal hebeln. Ah, ich glaube, ich sollte mir einen anderen Schraubendreher holen. Ha, jetzt aber, jetzt sollte es uns gelingen. Unten gegenhalten und hier drücken. Und sitzt. Fast. Also, jetzt hier. Sieht man das? Ja, ja, ne? Da sieht man. Das sieht man. Ja. Na, also. Ja, manchmal macht es ein bisschen mehr Arbeit, manchmal geht es schneller von der Hand, aber so war es okay. Hier ist meine Feder und ich ziehe jetzt diesen Hebel nochmal zurück, weil hier ist ein extra Loch drin. Ne? Na komm, komm freiwillig.
Ich treffe das Loch nicht. So, jetzt aber. Und lasse den Hebel einfach los. Nun haben wir hier die Feder auch verbaut. Ja. Die zieht das Ganze auch noch mal ein bisschen mit zurück zur Sicherheit. Unterstützt das Ganze, könnte man sagen, so ein bisschen. Ne? Gut, das ist auch getan. Nun brauchen wir nur noch den Bautenzug und... Udo, was ist hier los? Wie war das vorher befestigt? Weißt du das noch? Ja, da fehlt auch eine Hülse. Oder? Ah, okay. Ja. Nehmen wir diese Hülse? Ja, sieht gut aus. Sie passt. Ja, okay. Und nehmen wir ein bisschen Fett, oder? Ein bisschen, ja. Ja, wir nehmen auch ein bisschen Fett und fetten das Ganze ein bisschen, dass das geschmeidig bleibt, ne? Ja. So, der Rest verteilt sich dann später alleine. Nun heißt es, wenn ich das Loch sehe, hier reinschieben und ausrichten, also einmal durch. Jetzt suche ich natürlich selbst das Loch. Hier ist unser Loch. Genau. Und was dann noch kommt, ist natürlich, wir versuchen jetzt, das hat sich hier ein bisschen schräg gestellt, sehe ich gerade. So, wir drücken einfach diesen Hebel nach hinten und setzen unsere Mutter schon mal auf. Das ist eine spezielle Mutter, dass die sich nicht von alleine mal lösen kann. Ja. Deshalb ist sie innen drin so ein bisschen eingekerbt, ne? Ausgebuchtet. Gut, wir ziehen hier erstmal nur leicht gegen und haben somit die Bremse fast fertig. Ja. Was würdest du jetzt noch machen, um das Ganze perfekt zu haben? Ich sage mal fettfrei und dass die Bremsen hier auch sauber greifen können. Guck mal, was hier drauf gekommen ist. Siehst du das? Ja, eingekerbt. Nee, was liegt auf dem Bremsbelag? Kupferpaste. Ja. Gut, und es ist, glaube ich, nicht gut, wenn da Kupferpaste drauf ist. Nee. Was machen wir? Bremsreiniger. Genau. Wischt immer nochmal, wenn ihr fertig seid, die Bremsbeläge ruhig mit Bremsenreiniger über. Ja. Nimmt aber ein Tuch und sprüht jetzt nicht einfach hier drauf los, weil dann ist das ganze Fett wieder weg. Ja. Ne? Unten oder oben wie unten nochmal schön nachreinigen. Und nun sollte nichts mehr im Wege stehen. Wir können die Bremstrommeln aufsetzen. Aber dazu erzähle ich euch vorher noch mal was. Nun sind wir zumindest soweit schon mal fertig. Ich habe jetzt Udo die Kamera aus der Hand gerissen und habe gesagt, Udo, jetzt gib mal her, ich möchte auch mal filmen. Und ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Ich denke mal, das hat sich gelohnt. Bremse muss natürlich dann später noch eingestellt werden, aber zu der Bremse oder zu der Bremstrommel erwähne ich jetzt noch mal was. Was ich jetzt noch mal sagen wollte, ihr seht, hier ist die Bremstrommel und das Rad natürlich zusammen. Und ich kontrolliere das trotzdem, ob nun das Rad hier dran ist oder nicht. Das Rad möchte ich auf jeden Fall erstmal gerne abhaben. Das heißt, drei Punkte, die lösen wir jetzt. Dazu nehmen wir unser Akkulösegerät. Und das Lösegerät ist? Ein Schrauber. Ja, fast. Ja. Ein Schrauber ist schon die richtige Richtung. Ja. Wie nennt man das, Udo? Wie nennt man das? Kommst du da jetzt drauf? Nee. Okay, ich mache mal kurz aus. Udo ist leider immer noch nicht drauf gekommen. Ein Schlagschrauber! Genau. Udo, ein Schlagschrauber! Ja. Ja, wir lernen alle dazu, oder? Wir lernen alle dazu. Auch ich lerne immer noch dazu. Gut, jetzt versuchen mal, die Schraube zu lösen. Und nun haben wir auch das Rad frei. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich meistens nochmal nachgucke. Und zwar hier
diese Fläche, dass die auch immer richtig schön sauber ist und gerade ist. Sobald man, oder wenn man jetzt mit der Bremstrommel käme und eventuell hier Rost oder Ablagerung, egal was es ist, hier zwischen wäre, würde das Rad eiern. Mhm. Und deshalb nehme ich das immer noch mal gerne ab und gucke und reinige das dann auch. So laufen wir keine Gefahr, dass wir ja, mit einer Unwucht fahren. Ne? Mhm. Bei einem Auto ist es so, bei Roller ist es nicht anders. Also immer abbauen und nachgucken. Nun heißt es natürlich, die Bremstrommel reinigen, das sieht man ja, und von innen nochmal anschleifen. Das mache ich dann später mit 80er Schleifpapier. Ich raue das, die ganze Fläche hier an und setze es dann alles komplett wieder auf. Dann sollten die Bremsen auch wieder recht gut ziehen. Ne? Mhm. Gut, Udo. Nochmal Frage, was war das, Udo? Ein Schlagschrauber. Ah, okay. Geht doch. Tja, um Udo nicht zu ärgern, aber ich hätte da noch eine kleine Frage an Udo. Was ist das? Ich will das den Nagel durchschauen. Schlagschrauber! Schlagschrauber! Ha! Das geht mir aber nicht anders, ja. Weil selbst wenn ich mir manchmal für, oder wenn ich mich hinstelle, für euch das Video mache, ja. Dann stehe ich manchmal wirklich eine ganze Weile und bekomme diesen Namen nicht raus, den ich gerade mal brauche. Oder den Begriff, ne? Sei es Schlagschrauber, Akkuschrauber, egal was es ist. Mir geht es manchmal nicht anders. Hallo, wir sind ein Hobbykanal. Udo, vielen Dank für dein Dasein. Und bitte, bitte. Ihr wisst selbst, ich freue mich immer, wenn Udo da ist und mal rumkommt. Vielleicht schaffe ich es ja mal wieder zu euch zu kommen oder vorbeizukommen. Was hältst du davon? Kein Problem, du musst nur kommen. Udo hat eben schon eine Mine gezogen. Das heißt, Mine, Peter, dann mach dich auch gefälligst auf den Weg. Und sag nicht nur, tu es auch, oder? Genau. Ja, okay. Also, ich bedanke mich bei euch. Möchte aber noch den einen oder anderen Gruß natürlich auch rausschicken. Wir haben morgen Ostersonntag. So schnell geht das. So schnell geht das. Und ja, der Osterhase kommt bei mir nicht vorbei. Kommt er bei euch vorbei? Ja, bei zwei Enkeln, ne? Auf jeden Fall. Ja, also fällt für Opa und Oma auch was ab. Garantiert mal wieder, ne? Ich wusste es, ich wusste es. Die Kinder werden beraubt. Eine kleine Süßigkeit geht immer. Ja. Also, wünsche ich natürlich euch ein frohes Osterfest, einen frohen oder schönen Ostermontag. Wir bleiben in Kontakt. Ja. Ich habe es vorausgesagt, ich habe ja nun auch von mir gesagt, ich bin alle Tage da, alle Ostertage. Ja. Und ich lasse mir auch was einfallen. Und mir schwebt da schon sowas im Hinterkopf. Deshalb, bleibt dabei. Es könnte noch eine Überraschung kommen. Also. Allen natürlich schönes Osterfest und bleibt gesund. Ne? Ja. Möchtest du noch einen Gruß loswerden? Ja, wie immer Family, ne? Und alle, die da zuschauen und das Video gucken, ein schönes Osterfest. Ne? Ja, finde ich auch. Ja. Wir machen jetzt einen ruhigen, ne? Wir machen jetzt einen ruhigen. Wir trinken jetzt nochmal ein Käffchen. Ja. Ja. Und dann schicke ich dich nach Hause zu deiner Frau, ne? Dann muss ich dann starten, ne? Bevor es heißt, hier übers Knie. Also schicken wir Udo lieber rechtzeitig nach Hause. Erika, du weißt Bescheid. Wenn er später kommt, dann hat er bestimmt noch irgendwo zwischendurch einen Stopp gemacht und genascht. Auf jeden Fall, ja. So soll es sein. Also, euch. Frohe Ostern. Jo. Tschüss. Bis dann. Ciao. Auf Wiedersehen. Udo und ich haben ja die Roller rausgeschraubt. Und ihr erinnert euch an den Community-Roller? Da steht er. Udo, wie ist der Roller angesprungen? Einwandfrei. Super, ne? Dafür, dass er jetzt Wochen stand. Ja. Also ein bisschen leiern über den E-Schub.
springt dieser Roller oder ist sofort angesprungen. Ne? Und ja. Ich denke auch mal, derjenige, der diesen Roller dann bekommt, ja, der hat Ruhe. Ja, der hat Freude. Der ja. Hat Freude. Ja, doch, der hört sich doch perfekt an. Jetzt sind wir aber weg. Und nochmal, ciao, ciao. Bis dann.